Also das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, dass die jetzige Regelung ungerecht ist, weil insbesondere Firmenerben massiv bevorteilt werden, weil sie kaum Erbschaftssteuer zahlen. Das stimmt genau. In Zahlen bedeutet das, dass jemand, der eine kleine Erbschaft von unter 300.000 Euro macht, also klein in Anführungsstrichen, das ist die Masse der Erbschaften, aber quantitativ spielt das nur eine geringe Rolle, der zahlt im Durchschnitt über 13% Erbschaftssteuer. Mhm. Jemand, der über 20 Millionen erbt, was zwar nur wenige sind, was aber vom Volumen her die Hälfte aller Erbschaftsfälle ausmacht, also die Hälfte des Geldes, das vererbt wird, über 20 Millionen, die zahlen im Durchschnitt 1,5%. Dass das absolut ungerecht ist, dass diejenigen, die viel haben, viel weniger Erbschaftssteuer zahlen als die, die weniger haben, liegt auf der Hand. Jetzt kommt ein Vorschlag von der Bundesregierung, der im Prinzip an diesem ganzen Zustand nichts ändert, sondern ihn fast noch verschlimmert. Die Bundesregierung schlägt vor, einen Freibetrag von 26 Millionen vorab, den man steuerfrei vererben kann. So, jetzt muss man sich überlegen, was das bedeutet. Das bedeutet, wenn eine Firma an drei Erben geht, was ja nicht ungewöhnlich ist, drei Kinder sind ja normal in diesen Kreisen, dann bedeutet das, dass das schon mal 80 Millionen sind, die steuerfrei vererbt werden. Nun machen die großen Firmen das aber nicht so, dass sie die Erbschaft auf einmal an die Kinder geben, sondern sie machen das so, dass sie alle 10 Jahre eine Schenkung machen. Das ist nämlich erlaubt. Wenn man also drei Schenkungen macht, dann hat man schon 240 Millionen steuerfrei vererbt. Nun gibt es aber noch enorme Abschläge bei der Bewertung. Und es gibt Abschläge, nochmal Sonderabschläge für Familienunternehmen, sodass man insgesamt es schaffen kann, auf diese Art und Weise, nach dem neuen Vorschlag, den die Große Koalition abgestimmt hat, dass über 1,5 Milliarde steuerfrei vererbt wird. Mhm. Muss man sich mal vorstellen, über 1,5 Milliarde steuerfrei vererbt wird. Und damit ist noch nicht Schluss. Wenn man nämlich noch viel mehr zu vererben hat, ich nehme mal als Beispiel die Familie Quandt, die letztes Jahr ja BMW vererbt hat, übrigens auch steuerfrei, kein Pfennig Erbschaftssteuer ist angefallen. Diese Familie Quandt braucht nur dafür sorgen, dass das gesamte Vermögen in Form von Aktien dieser Firma vorliegt. Dann gilt es als Firmenvermögen und dann kann man noch größere Beträge absetzen. Diese Reform hat nichts mit einer gerechten Steuer zu tun und sie ist übrigens auch genauso verfassungswidrig wie die alte Erbschaftssteuergesetz. Wenn ich Ihnen da so zuhöre, da stellt sich mir die Frage, ja, wer zahlt denn dann überhaupt Erbschaftssteuer? Ja, Erbschaftssteuer zahlen quantitativ vor allen Dingen die kleinen Betriebe und kleinen Erben bis 5 Millionen. Die Masse der Erbschaftssteuer fällt bei Erbschaften an, die unterhalb von 5 Millionen liegen, während die Großen quantitativ fast keine Rolle spielen. Das ist erstaunlich, weil die Bundesregierung ja immer sagt, sie will die kleinen Firmen und so weiter, die kleinen Handwerksbetriebe und so weiter schützen. In der Praxis geschieht genau das Umgekehrte. Es werden die Großen geschützt, weil die nämlich praktisch immer es schaffen, die verlangten 10 Jahre Weiterexistenz der Firma zu garantieren. Das können die Kleinen nicht garantieren. Und deswegen kommen die Kleinen viel eher in die Situation, dass sie Erbschaftssteuer zahlen müssen als die Großen. Auch das ist völlig ungerecht. Heißt das nun, dass wenn da jetzt jemand gegen das neue Erbschaftssteuergesetz klagt, falls es denn im Bundesrat am 8. Juli durchgeht, dass das sehr wahrscheinlich ist, dass das Bundesverfassungsgericht dieses Gesetz oder Gesetzesvorhaben wieder für verfassungswidrig erklärt? Also ich vermute ja. Es gab ja auch einen Vorschlag von Schäuble, übrigens vom Finanzminister Schäuble, der viel weitergehender war und die Regel Freistellung von Erben über 20 Millionen abschaffen wollte. Das ist bloß nicht durchgekommen. Da haben einige Finanzminister und insbesondere in der Koalition sind da quergetrieben. Also haben da quergetrieben. Was da genau in der Partei der CDU abgelaufen ist, kann ich auch nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall ist, ich verstehe auch nicht, dass die SPD zugestimmt hat, so einem Kompromiss, der offensichtlich verfassungswidrig ist. Offensichtlich wollte man das auf die lange Hand schieben. Man muss dazu sagen, das Verfassungsgericht hat entschieden, dass bis Ende Juni dieses Jahres ein neues Gesetz verabschiedet werden muss. Das heißt, 8. Juli ist schon über die Grenze.
Wenn die jetzt ein neues Gesetz verabschieden, dann wird ein neues Spiel beginnen. Das heißt, dann muss wieder neu geklagt werden und das Verfassungsgericht muss wieder neu entscheiden und das kann 2, 3 Jahre dauern. Das heißt, bis dahin sind die Bundestagswahlen vorbei, bis dahin hat die CDU mal wieder der Wirtschaft und den Reichen einen guten Gefallen getan und vielleicht spekulieren sie nur darauf, dass sie das Problem erstmal um 2, 3 Jahre schieben. Also ein reines Zeitspiel, was da betrieben wird, vermuten Sie. Das ist möglich, ja. Jetzt hat ja das globalisierungskritische Netzwerk ATTAC einen eigenen Vorschlag für eine Reform der Erbschaftssteuer vorgelegt. Vielleicht können Sie uns mal die Eckpunkte Ihres Vorschlags schildern. Ja, gerne. Was wir vorschlagen, ist praktisch das gesamte Erbschaftssteuerrecht auf den Kopf zu stellen. Was erstmal ganz überraschend ist, auch für eine Nichtregierungsorganisation wie ATTAC. Wir schlagen nämlich vor, dass wir über 20 Millionen, da wo im Moment die großen Abschläge gemacht werden, über 20 Millionen gar keine Abschläge mehr machen, sondern dass über 20 Millionen die Erbschaftssteuer grundsätzlich voll bezahlt wird. Warum? Weil die Vorstellung, dass Familienunternehmen deswegen gefährdet werden, weil die Familie nicht alles erbt, hat mit der Realität nichts zu tun. Es gibt in Wirklichkeit kein einziges Beispiel, dass durch Erbschaftssteuerzahlungen eine Firma gefährdet worden ist. Das Gegenteil ist der Fall. Viele Erben sind überhaupt nicht in der Lage, eine Firma zu führen. Das heißt, häufig erlebt man es bei Großbetrieben, über 20 Millionen ist ja schon Großbetrieb, dass die Erben sich hinterher in die Haare kriegen, dass sie keine Ahnung vom Geschäft haben und dass sie der Firma erheblichen Schaden zufügen. Von daher glauben wir, dass eine Erbschaftssteuer bei so großen Firmen in keiner Weise die Firma gefährdet, sondern im Gegenteil, es gar keinen Grund dafür gibt, sondern eher noch der Guttut der Firma. Wir wollen also über 20 Millionen, dass die Erbschaftssteuer grundsätzlich voll gezahlt wird und keine Ausnahmen mehr gemacht werden. Wir wollen aber dafür kleine Erben völlig freistellen, weil wir glauben, dass Erben bis zu 2 Millionen, da geht es auch häufig um kleine Betriebe, um Handwerksbetriebe und Ähnliches. Da wollen wir eine Gleichstellung, aber auch derjenigen, die keinen Betrieb haben, sondern die eben in anderer Weise Geld haben oder Immobilien. Wir schlagen also vor, dass bis 2 Millionen die Erbschaftssteuer frei sind, aber allerdings nicht beliebig oft, sondern nur einmal im Leben. Das heißt, alle Schenkungen, alle Erbschaften, alles, was im Leben anfällt, wird zusammengezählt. Und solange man dann unter 2 Millionen liegt, bleibt man frei. Das hätte den großen Vorteil, dass über 99% aller Erben überhaupt gar nicht von der Erbschaftssteuer betroffen sind. Wir finden das viel gerechter, die Großen zu besteuern und nicht die kleinen Erbschaften. Weil bei den Kleinen ist es ja so, wenn sich einer tatsächlich sein Leben lang abgerackert hat, einen Betrieb aufgebaut hat und dann eine Million zusammengekratzt hat. Ich finde, dann ist es viel eher gerechtfertigt, dass er das seinen Kindern übergibt, als bei Unternehmen von 20 und mehr Millionen, die häufig schon in mehreren Generationen sind, wo es überhaupt keine Berechtigung gibt. Das ist das Grundprinzip. Für den Bereich dazwischen schlagen wir vor, dass es Ausnahmeregelungen gibt, wenn die Gefährdung einer Firma nachgewiesen ist. Dann soll aber in Regel Stundung kommen. Das heißt, die Erben können beantragen, dass die Erbschaftssteuer, weil sie kein flüssiges Geld haben und weil das Geld in der Firma gebunden ist, dass die Erbschaftssteuer ausgesetzt wird und nur in dem Maße bezahlt wird, wie sie Gewinne machen. Und wir können uns vorstellen, dass wir eine Stundung bis zu 20 Jahren machen, sodass dann jedes Jahr ein Teilbetrag gezahlt wird und dann praktisch die Erbschaftssteuer über 20 Jahre abgezahlt wird. Das sind Modelle, um sozusagen denjenigen entgegenzukommen, die argumentieren, dass es wichtig ist für die kleinen und mittleren Betriebe, wobei wir bei einem 2-Millionen-Freibetrag, wenn man überlegt, dass 3 Erben sind, sind das schon 6 Millionen, dass wir davon ausgehen, dass auch ein großer Teil der kleinen und mittleren Betriebe von dieser Erbschaftssteuer nicht getroffen wird. Wir finden, dass diese Konstruktion, diejenigen, die viel haben, stark zu besteuern, diejenigen, die weniger haben, trägt auch erheblich zur Umverteilung in der Gesellschaft bei, weil wir ja seit 30 Jahren ungefähr das Problem haben, dass der Reichtum immer mehr zunimmt und auf der anderen Seite die Armut. Das heißt, wir haben ein Auseinanderklaffen der Gesellschaft und wir glauben, dass man dem etwas entgegensetzen muss und die Erbschaftssteuer kann dazu einen Beitrag leisten. Haben Sie da vielleicht auch Schätzungen gemacht, wenn man jetzt die beiden Gesetze, also Ihren Vorschlag
gegenüberstellt der Reform durch die Bundesregierung. Von welchem Volumen bei der Steuer reden wir da eigentlich? Um wie viele Milliarden geht es da überhaupt? Also es gibt Schätzungen vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die gehen davon aus, dass bei einem Vorschlag, wie wir ihn machen, also ungefähr, das ist jetzt so etwa der Vorschlag, den wir machen, dass wir Mehreinnahmen insgesamt, der Staat insgesamt Mehreinnahmen hat von über 5 Milliarden. Das heißt, die Erbschaftssteuereinnahmen würden sich verdoppeln bei dem Vorschlag. Bei dem Vorschlag der Bundesregierung würde sich überhaupt nichts ändern. Auch das zeigt, dass es überhaupt keine Änderung gegenüber dem alten Gesetz ist. Das heißt, die Schätzungen bei dem Vorschlag der Bundesregierung ist, dass ungefähr das Gleiche rauskommt wie bisher bei unserem Vorschlag, dass wir die Nettoeinnahmen, also das sind bereits die Verluste in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Einkommensteuer oder bei anderen Bereichen, die ja dann auftreten, gegengerechnet, würden netto die Erbschaftssteuereinnahmen sich für den Staatshaushalt verdoppeln. Inzwischen haben ja 140.000 Menschen in Deutschland sich in einem Online-Appell, der auch von Attac unterstützt wird, gegen die Privilegierung der Reichen bei der Erbschaftssteuer ausgesprochen. Das ist schon eine ganze Menge in so wenigen Tagen, wie das jetzt passiert ist. Wird das dem Bundesrat, der am 8. Juli über die Reform der Erbschaftssteuer abstimmt, noch beeindrucken? Wissen Sie da was von Diskussionsstand innerhalb des Bundesrats bei den Ländern? Also ich weiß, dass die Sache sehr strittig diskutiert wird. Ich weiß, dass sowohl die Grünen als auch die Linken Länderregierungen sich, also die sind ja in insgesamt 11 von 16 Ländern mittlerweile beteiligt. Also die Grünen sind in 9 Ländern beteiligt, die Linken in 2. Die Grünen 10 und 2, aber zusammen sind es 11, dass die das sehr kritisch sehen, aber auch große Teile in der Sozialdemokratie sehen das Ganze kritisch. Was die Sozialverbände betrifft, wird das quer durch alle Kreise, selbst in konservative Kreise hinein, ist man der Auffassung, dass es so nicht geht. Von daher bin ich guter Dinge, dass dieses Gesetz, so wie es jetzt von der Großen Koalition vorgelegt wird, im Bundesrat nicht durchkommen wird. Es wird auf jeden Fall zu Änderungen kommen, möglicherweise ein neuer Kompromiss. Wie der aussehen wird und wie weit nun die verschiedenen Parteien sich aufeinander zubewegen oder ob es sogar einen Vermittlungsausschuss gibt und dann erstmal nochmal ins neue Verfahren geht, das kann ich nicht sagen. Aber es ist klar, die Signale aus den Ländern sind sehr deutlich, dass dieser Vorschlag von der Großen Koalition nicht getragen wird. Es gab ja bei einigen, auch bei einigen Grünen, Sympathien für den Entwurf von Schäuble, der immerhin gesagt hat, ab 26 Millionen soll voll gezahlt werden. Das wäre eine Revolution in Deutschland, wenn das tatsächlich durchgesetzt würde. Alleine das, also selbst der Vorschlag von Schäuble wäre eine Revolution gewesen. Aber ich kann jetzt nicht absehen, wo die Kompromisse in den Abschluss liegen. Aber jedenfalls, es wird mit Sicherheit zu Änderungen kommen. Das sind die Signale, die wir hören. Wir haben auch im Vorfeld der Aktionen jetzt und der Unterschriftensammlung, wir werden die Unterschriftensammlung ja am Donnerstag dem Bundesrat übergeben, also den Länderministern. Bei den Kontakten, die wir da gehabt haben, auch schon gehört, dass eine Reihe von Ländern gesagt haben, sie machen das nicht mit.